Ja, also Philipp, du hast mich ja gerade gefragt, wie wir das eingangs machen sollen. Genau. Wir haben nämlich Folgendes: Das Neon Stunt Team hat damals ja dieses Sponsoring-Paket uns zukommen lassen. Ich erinnere mich. Und der Volker ist ja dann der größten Verfechter, dass das absolut nicht mehr trägt, dass du immer die Regeln erklärst. Jetzt hast du hast quasi die Wahl, ob du es einmal lässt oder ob ich quasi die Alternative durchführen muss. Hä? Ach so. Also Hä? Alternative, Aber nee, was ist denn die auf Konsequenz? gar keinen Fall, auf Was gar macht er keinen dann mit dir? Fall. Auf keinen Fall, was? Was macht er dann mit dir? Was ist die Konsequenz? Die ist wirklich extrem schrecklich. Für dich oder auch für uns? Ah, ich glaube, wir werden alle leiden. Wir werden alle leiden. Oh Gott, Ja, aber das ganze Team. ich kann's einfach den Fans nicht nehmen, dass ich die Regeln erkläre. Ja, aber ich befürchte, dass dann hocken wir heute Abend noch lange hier. Weil? Weil ich den offiziellen Auftrag bekommen habe, solange du die Regeln erklärst, immer mein Vater hat drei grunzende Schweine zu singen. Ich habe Eine übrigens gute Wahl für ein Lied. ich hatte die Wahl zwischen David Hasselhoff, Hooked on a Feeling und aus Kein Pardon mit Habe Kerkeling, Ja, mein Vater drei grunzende Schweine. absolut die richtige Wahl, absolut die richtige Wahl. Volker, das Problem ist nämlich, dass der Philipp schneidet die Podcast-Folgen auch. Und wenn ich ihn jetzt nicht übertönen kann, quasi mit dem Gesang, dann liegt es nur daran, dass er quasi den Endschnitt hat und mich einfach rausschneiden kann. Aber Also, wir machen das dann, wenn du nicht offiziell aufgibst, dann machen wir es einfach parallel und dann schauen wir, was im Schnitt damit passiert, ja? fantastisch. So, Also also. alternativ kann ich auch die Regeln rappen. Ich habe tatsächlich auch keinerlei weiteren Liedtext gefunden und in dem Ausschnitt, der auf YouTube ist, der mich extrem wieder zum Lachen gebracht hat, singt das kleine Lied nur, das kleine Mädchen hier nur extrem kurz. Okay, also die Melodie ist ungefähr so. Mein Hallo und Vater herzlich hat willkommen drei zu A, der Kürzung grunzende von acht. Schweine, Wie ein immer schwarz, haben wir eins zehn braun Hinweise auf eine und Person, die nicht eins mehr hat unter uns kurze weilt. Beine. Und Mein los geht's! Vater hat drei grunzende Schweine, eins schwarz, eins braun, eins hat kurze Beine. Falls ihr es nicht kennt, ihr müsst unbedingt alle Kein Pardon anschauen mit Habe Kerkeling, das ist total witzig. Ein Wer fantastischer fängt denn Film. eigentlich mit der Folge an? Soll ich gleich, wenn ich schon am Reden bin? Natürlich, aber eine kleine Bitte habe ich nur noch. Regel dich ein ganz klein bisschen runter, dann übersteuerst du weniger. Ja, Moment. So. Es wird Hallo, hallo, geblutet. hallo, hallo. Ja, wunderbar. Danke Na dir. gut. Okay, also, der Bench hat mir die Folge zukommen lassen. Vielen Dank an den Bench. Oh, danke schön. Erstens, meine Mutter Dorothea war die Tochter eines Steinmetzen aus Welbke, der früh starb. Sie wurde als klug, von heiterem Sinn und festem Charakter geschildert. Ich hatte Oh. zeitlebens eine enge Beziehung zu meiner Mutter, die zuletzt bei mir auf der Sternwarte wohnte. Die Oh. zuletzt bei mir auf der Sternwarte wohnte. Also wenn Okay, jemand sagt, ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter, dann klingt das falsch. okay. Musst du dann eben so an Psycho denken? Jetzt muss ich Im an besten Psycho Fall, Dad ja. denken. Im besten Fall. Psycho Dad. Das war eine einfachere Zeit als dieser Humor Das noch. war, da war Humor noch ganz einfach, Ja. ja. Ich finde es immer noch lustig, dass einfach heute Leute Screenshots von der Serie posten. Also für alle, die es nicht kennen, das ist aus Al Bundy. Beziehungsweise ich heirate, nein, Nein, eben eine nicht. schrecklich nette Eine Familie. schrecklich nette Familie, genau. Mary with Children. Genau. Dass das so ein Ding ist, so ein, ja, in den 80ern noch, hey, beziehungsweise Anfang 90er noch ein, hey, guck mal, der Loser, voll lustig. Heute, hey, der hat einen stabilen Job, der kann sich ein Haus leisten, der hat ein Haus, der ist verheiratet mit einer Frau, die auch gerne noch mit ihm Sex möchte. Das ist doch voll der Ja, das habe ich damals schon alles nicht verstanden irgendwie. Aber ich gucke den Gewinner. auch Ein heute gern interessanter noch. Ansatz. Also ich finde den ja in Modern Family großartig. Ja, super, super. Modern Aber, Family ist eh spitze. oh ja. Aber zurück zu deiner Person. Sternwarte. Zweitens, einige Anekdoten besagen, dass ich bereits mit 3 Jahren meinem Vater bei der Lohnabrechnung korrigierte. Später sagte ich von mir selbst, ich habe das Rechnen vor dem Sprechen gelernt. Mein Leben lang behielt ich die Gabe, selbst komplizierteste Rechnungen im Kopf durchzuführen. Hui, Respekt. Das erinnert mich ein bisschen an dieses 1000 Millionen Mal zitierte, ja, ich habe schon getanzt, bevor ich gegangen bin. Und ich konnte singen, bevor ich sprechen konnte. Was irgendwie aus einem ABBA-Lied ist, was irgendwie Ich ganz, wollte ganz viele gerade sagen, das Leute ist zitieren.
das ist aus einem ABBA-Song doch. Ja, ja, und das zitieren immer ganz viele Leute, die irgendwie auf die Bühne gehen, wo ich mir immer denke so, ich habe schon Millionen mal gehört, bitte lass es. Und so klingt es ein bisschen, aber in, ja, ich kann halt gut Kopf rechnen, voll gut. Raten wir eigentlich auch oder erzählen wir nur Geschichten? Ja, das. Ach, das geht so Hand. Wir wissen es ja nicht, weil die Regeln ja nicht erklärt wurden. Ach so. Außer man hört was, eins zu. Der drei grunzenden Schweine? Drittens, am 21. August 1806 wurde in Braunschweig mein erstes Kind Josef geboren. Benannt nach Giuseppe Piazzi, dem Entdecker des Zwergplaneten Ceres. Wow. Ja, also der hat irgendwas mit Sternen zu tun. Ja. Und, das, ich hätte jetzt auch an den. Wollte ich am ersten Hinweis schon anmerken. Ja, von mir. Aber da würde ich mal da tatsächlich abwarten bis zu Hinweis Nummer 4. Vielleicht änderst du deine Meinung. Soll ich nichts sagen? Soll ich nicht? Kannst du gerne was sagen, ja? Die zwei Leute, die mit Sternen zu tun haben, die ich kenne, jetzt auch. Na, vielleicht wartest du mal den Hinweis Nummer 4 ab. Okay. In fortgeschrittenem Alter beschäftigte ich mich zunehmend mit Literatur und war ein eifriger Zeitungsleser. Meine Lieblingsschriftsteller waren Jean-Paul und Walter Scott. Ich sprach fließend Englisch und Französisch und las, neben meiner Vertrautheit mit den klassischen Sprachen der Antike aus meiner Jugendzeit, mehrere moderne europäische Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, Italienisch, Dänisch oder Schwedisch. Wobei ich zuletzt noch Russisch lernte und mich versuchsweise mit Sanskrit befasste, was mir aber ja nicht zusagte. Wow, Respekt. Also generell also, immer, wenn Leute Fremdsprachen lernen, aber so viele auch noch, Wahnsinn. Du würdest sagen, der hat ja auch noch andere Hobbys, außer Sterne. Ja, aber jetzt kannst du mal deine zwei Leute sagen. Kepler. Nein. Kopernikus. Nein. Ich finde es übrigens lustig, dass wir, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt haben. Die ersten beiden Ratungen erst nach dem Hinweis Nummer 4. Ja, du hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen. Na, ich glaube, selbst Hinweis Nummer 3 wäre schon ein Rekord gewesen. Fünftens. Ich starb am 23. Februar 1855 morgens um 1.05 Uhr in Göttingen in meinem Lehnstuhl. Also im Lehnstuhl sterben, ja, ist, glaube ich, geil, aber in Göttingen würde ich, glaube ich, nicht tot an den Zaun hängen wollen. Hallo nach Göttingen. Oh Mann. Aber ich glaube, es kommt halt immer noch ein bisschen darauf an, wie du in deinem Stuhl stirbst. Ob du irgendwie... Kopfüber? Naja, irgendwie so ganz furchtbar. Oder ob das halt so ein... Ja, okay, irgendwie... Hattest halt deinen Cognac und bist nicht mehr aufgewacht, so ungefähr. Aber was meinst du mit ganz furchtbar? Kam jemand rein und hat dich in deinem Lehnstuhl erschossen? Oder ja, was und dann, meinst du mit... Naja, du kannst ja auch in deinem Bett ganz grausam sterben. Siehe, war das nicht ein Präsident, der auf einem... in dem Bett oder auf einem Sofa verblutet ist, weil sie immer wieder versucht haben, so Schrapnellteile rauszuoperieren aus ihm, aber keine gefunden haben, bis sie irgendwann festgestellt haben, hups, die ganze Zeit der Metalldetektor hat irgendwie die Federn drunter detektiert und die haben ewig in dem Rum gestört und der ist da auch verstorben. So ganz böse. Ja, ja. Das ist echt fies. Ich weiß auch nicht, ob die Sache so eine urbane Legende ist oder historisch belegt, aber diese Geschichte gibt es auf jeden Fall. Das klingt echt schlimm. Ja, von daher irgendwie auch so, ja, der ist dann im Bett gestorben, beziehungsweise auf dem Sofa. Ja, das geht auch irgendwie in Ungut. Bei Hinweis Nummer 6 sehe ich uns drei auch. Das ist so ein typischer Fall, das kann uns auch passieren. Da ich nur einen Bruchteil meiner Entdeckungen veröffentlichte, erschloss sich der Nachwelt die Tiefgründigkeit und Reichweite meines Werks erst im vollen Umfang, als 1898 mein Tagebuch entdeckt und ausgewertet wurde. Das trifft sich gut, ich führe kein Tagebuch. Aber wir hauen doch alles raus und werden trotzdem verkannt. Ja, das stimmt natürlich. Verkannt. Siebtens. Im Alter von 18 Jahren gelang es mir als erstem, die Konstruierbarkeit des regelmäßigen 17-Ecks zu beweisen, und zwar auf Basis einer rein algebraischen Überlegung, eine sensationelle Entdeckung, denn seit der Antike hat es auf dem Gebiet kaum noch Fortschritte gegeben. Wow! Mit 18! Alter Schwede, was? Aber warum hat er dann nicht ein 18-seitiges Dreieck? Dreieck, genau. Ein 18-seitiges Vieleck genommen. Das hätte viel besser gepasst. Das ist vielleicht zu einfach. Tja, wenn man noch ein Fachwissen hätte in diesem Bereich, dann würde man mehr verdienen. Ja, aber war das Gauss? Ding, 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 ding. Oh! Ja.
Karl Friedrich Gauss. Ja, sehr gut. Ich wollte es gerade sagen, aber ich hatte einen Schluck Single Malt im Mund. Deswegen konnte ich nicht. Ja, aber das ist ein schöner Grund, was nicht lösen zu können. Bringt, ja, und jetzt habe ich mich verschluckt. Das ist dann nicht so schön. Das ist nicht so schön. Nee, ich habe tatsächlich ein Riesenglück gehabt in meiner Abiturprüfung. Ich habe ja auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht an der BOS. Also das heißt, wenn du in Bayern schon eine Ausbildung hast, kannst du an die BOS gehen und da dein Fachabitur, also fachgebundene Hochschulreife, um genau zu sein, in dem Jahr machen. Und da hatte ich in Deutsch oder hatte ich meinen Zugang gefunden, Charakteristiken zu schreiben. Also sprich, so eine Charakterzeichnung von jemandem. Das ist mir einfach super einfach gelungen. Und das war eben das Buch Die Vermessung der Welt. Mhm. Und dann tatsächlich, zentral gestelltes Abitur, war einfach ein anderer Ausschnitt aus diesem Buch in der Abiturprüfung drin. Ich hatte einfach Riesenglück in die Richtung. Und deswegen ist auch irgendwie Gauss bei mir so präsent. Cool. Ja. Das ist der in dem Buch. Und wer jetzt der zweite? Gauss und Humboldt. Humboldt. Ich wollte gerade sagen, ja. Siehe die Straße, in der ich lebe. Ja. Cool. Blam, blam, blam. Achtens, 1807 wurde ich zum Universitätsprofessor und Sternenwartendirektor in Göttingen berufen und später mit der Landesvermessung des Königreichs Hannover betraut. Es ist witzig, dass das Königreich Hannover hier genannt wird, weil heute erst hatte ich es vom Prinz Hannover, der doch damals an den Pavillon gepisst in Hannover von der Expo 2000. Der Pipi-Prügelprinz. Ja, da sind wir heute erst draufgekommen in der Kantine. Was macht der eigentlich so? Ich glaube, der lebt von seinem Geld. Neuntens, wegen meiner überragenden wissenschaftlichen Leistungen galt ich bereits zu meinen Lebzeiten als Princeps Mathematoricum. Oh. Fürst der Mathematiker, Erster unter den Mathematikern. Finde ich akzeptabel, tatsächlich so. Ist ja nicht so, dass er ein verkanntes Genie war, was irgendwie danach erst aufgekommen ist. Ja. Wenn du quasi zu Lebzeiten schon Fürst der Mathematiker bist und danach erst dein komplettes Schaffenswerk klar wird, dann hast du schon ein oder zwei intelligente Dinge mit deinem Leben getan. Aber schön auch, dass er nicht König ist oder sowas, sondern Fürst. Das ist ja eigentlich fast noch nicht so total übersteigert. Schön, gell? Ja, gefällt mir. Für was? Zehntens. Sorry? Ich häng's da hinten dran. Ebenfalls mit 18 Jahren entwickelte ich die Grundlagen der modernen Ausgleichsrechnung. Ich muss echt lachen, weil mit 18, ja. Und der mathematischen Statistik. Die Methode der kleinsten Quadrate ist hier als Stichwort genannt, mit der ich 1801 die Wiederentdeckung des ersten Asteroidenzieres ermöglichte. Tja. Und was habe ich jetzt gemacht mit 18? Das würden wir jetzt alle gerne wissen. Auf den Jahrtausendwechsel gewartet. Fantastisch. Ich habe hier noch einen Nerd-Zusatz, was ich extrem geil fand. Nach mir wurden unter anderem eine Waffe beim MacWarrior. Ja! Ein Filter und eine Glockenkurve benannt. Also beim MacWarrior wäre auch echt herzhaft lachen müssen. Ja, ja, aber nicht nur MacWarrior. Eine Gauss-Kanone gibt es in ganz vielen Spielen. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn du mir das als ersten Hinweis gegeben hättest, hätte ich sofort erraten, weil ich tatsächlich früher mit meinem Bruder dieses Brettspiel Battletech gespielt habe und dann irgendwann später dieses erste PC-Spiel, das zweite und ach, den ganzen Kram halt. Genau. Ja, ich überlege gerade, was in unserem Vorspann gesagt wird, was wir aus Computerspielen haben. Unser das Wissen, Geschichtswissen? Ich weiß es nicht auswendig. Ja, aber da ist natürlich was dran. Aber eines wüsste ich jetzt trotzdem gerne von euch. Für was wärt ihr denn gerne titelmäßig Fürst? Ich bin ja schon Lord, insofern. Wollte gerade sagen, dem Dominik so eine anmaßende Frage zu stellen, das grenzt ja an Majestätsbeleidigung. Oh, das stimmt natürlich. Aber also Jürgen, dann bleibt ja deines noch. Es ist jetzt wieder ich mache jetzt diesen super Gag, ich sage jetzt 3 Minuten lang nichts und dann sage ich Spontanität. Ja? Gilt das als Antwort? Ja. Das gilt. Ja. Gilt. Vielen Dank. Ja, cool. Vielen Dank für diese nette Einreichung. Ciao, ciao. Danke. Macht's gut. Tschüss.